Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf Shisha Du. Mal ein neues Video hier. Die letzten vier, die ihr gesehen habt, waren alle vorgedreht, da ich im Urlaub war. Jetzt geht es endlich mal wieder hier ab, minimal angebräunt. Und zwar mit Tom Bakko. Erstmal gehen die Grüße raus an den Nils von Tom Kokotscha, der mir einfach mal ein Paket hier, also uns ein Paket zugeschickt hat. Mit dreimal Tabak und irgendwie noch 6-7 Kilo Kohle. Wahnsinn, ich danke dir. Zu der Kohle kommt auf jeden Fall noch das Review. Dazu möchte ich jetzt erstmal nichts wegnehmen, zu der neuen, zu dem C26. Heute geht es um den Tom Bakko, und zwar den Yellow Bomb. 16,90 Euro, 200 Gramm. Preis finde ich auf jeden Fall vertretbar. Kommt hier in einem wirklich schönen Zipper. Natürlich erstmal den Warnhinweisen, aber gefällt mir eigentlich immer ganz gut, wenn es so auf diesen Zipper-Style geht, wie mit Fumari oder damals Chaos oder so. Finde ich immer ganz gut. Gefällt hier auf jeden Fall. Ist immer einfacher, ohne dieses Umzippen und so einfach aufreißen und fertig. Tabak ist, wie jetzt ja, natürlich nicht mehr darf, eingefärbt. Also er ist es nicht. Es ist schön gelb. Sieht wirklich qualitativ sehr hochwertig aus. Ist, ich hoffe, man sieht es. Er ist mittel mit ein paar Ästen drin. Sieht aber wirklich, 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 wirklich schön aus. Wenn man so ein bisschen vergleichen möchte, geht es, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung Seven Knights, ohne dieses Klebrige. Kopfbau habe ich hier ganz normal im Tonkopf randvoll gefüllt. 3 Bär Kokos. Tut mir leid, ich habe beim Anmachen nicht drauf geachtet, die Tom Kokotscha Kohle zu nehmen. Fauxpas meinerseits. Geraucht wird in der Wuka. You know. Meine neue schöne Pfeife hier. Und ja. Geruchlich riecht er einfach nur eine komplett spritzige, komplett hocharomatisierte, geile Zitrone raus. Die zieht sogar bis in die Augen, also wie so ein Zitronensauna-Aufguss, finde ich. Hammer. Also ich bin jemand, der kann mal zwischendurch so Zitrone rauchen, aber ich habe noch nicht meine perfekte Zitrone gefunden. Vom Geruch kommt sie da auf jeden Fall sehr nah dran an. Die Wunschvorstellung eines Zitronentabaks für mich. Ja, ich zieh mal hier. Ich geh noch ein bisschen mit der Hitze nach innen. Zitrone kommt hier wirklich sehr schön raus. Richtig, richtig spritzig, also säuerlich, leichter, süßer Ton, nicht zu süß, sondern wirklich richtig geil. Ich finde, erinnert jetzt, die Zitronennote erinnert ein bisschen an dieses 2-mäßige, ein bisschen an so ein Caipirinha, finde ich schon, also so leicht, die säuerliche geht so ein bisschen in Limette rein, finde ich. Wirklich schön, ist auch erfrischend, ohne jetzt irgendeine Minze oder eine Eisnote. Mir sagt ihr auf jeden Fall zu, ihr habt einen richtig schönen vollmundigen Geschmack. Also wirklich richtig, richtig vollmundig. Er bleibt auch sehr lange auf der Zunge noch, diese Zitronennote. Schön säuerlich, verträgt wunderbar Hitze. Also wir haben jetzt alle drei Sorten, die wir bekommen haben, hier schön ausgiebig getestet schon. Und der braucht ein bisschen Hitze, was aber gar nicht schlecht ist, weil wenn ihr den einmal am Laufen habt, dann läuft er richtig schön durch. Ist anfängerfreundlich, drückt nicht, kratzt nicht. Also schmeckt wirklich bombastisch. Ist auch tatsächlich bisher für mich die beste Zitrone, die ich auf dem Markt geraucht habe, pur. Mir fehlt hier auch nicht irgendwie noch eine Kühle dabei, sondern er spricht für sich, die Zitrone spricht wirklich für sich. Ist was komplett anderes so. Auch gerade durch dieses extrem spritzige dabei, was wirklich so an so einen Cocktail erinnert. Pervers, habt ihr echt was Gutes bei rausgebracht. Hier geht die Rauchentwicklung auch über fit. Kann man nicht meckern. Locker, flockig. Richtig, richtig schön. Hier geht für die, die Zitrone mögen, auf jeden Fall eine Kaufempfehlung raus. Könnt ihr nichts mit falsch machen. Und für die wie ich eher der Zitrone so ein bisschen skeptisch gegenüber schon, weil ihr vielleicht noch nicht das Richtige gefunden habt, probiert's. Ich denke, es wird euch nicht enttäuschen. Ja.
was steht bei uns in nächster Zeit an? Das Kohle-Review zu C26. Dann steht das Wooker-Review an, was wir auf jeden Fall noch abwählen werden. Dann steht ein Mitbringsel aus dem Urlaub auf dem Plan. Das ist der Golden Alfaka Doppelapfel. Da kostet die Dose, ich habe es aus Griechenland, 75 Euro, 250 Gramm. Werden wir mal unter die Lupe nehmen. Außerdem noch so eine kleine Pfeife, die ich auch mitgebracht habe. So eine Mini-Mini-Pfeife. Einfach mal probieren, reviewen. Und ja, wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, abonnieren. Lasst mal einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Unten in die Kommentare, wenn ihr Tumbaco bereits probiert habt. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderbaren Sonntag oder wann auch immer ihr dieses Video seht. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao.